So, Hallihallöchen, Freunde. Herzlich willkommen. Ich glaube, mittlerweile ist es der neunte Teil von Diablo 3, Reaper of Souls. Und wir beginnen das Ganze heute mal mit einer kleinen Loot-Party. Ich habe also in den letzten Tagen fleißig, bin ich Greater Rifts gewandt und habe mir dabei auch mal die XP aufgeschrieben. Dabei ist eine kleine Anomalie zu erkennen, wenn man sie denn so nennen möchte. Ich habe also festgestellt, dass also auf Level 21 man mehr XP kriegt, als wenn man Greater Rift Level 22/23 rennt. Muss mal gucken, inwieweit sich das auf lange Sicht dann auch noch bestätigen wird. Aber der Unterschied ist schon relativ deutlich, so circa 50 Millionen XP. So. Okay, wie dem auch sei, wir fangen jetzt mal an hier mit einer kleinen Loot-Party. Und zwar habe ich natürlich dadurch sind fleißig Legendaries gedroppt. Ja, mal gucken, was dabei alles rausgekommen ist. Sollen wir mal also ganz cool durchgehen. Oh, neue Transmog-Grafik. Ah ja, den hier. Okay. Dann wollen wir mal gucken hier. Also, was haben wir denn da? Ah, eine Litanei. Oh, ein Uralter. Ah, der ist doch ganz nett. Die werden wir mal hier auf den Boden werfen. Ne, werden wir nicht. Die weg können, werfen wir auf den Boden. So, du kannst weg. Slorax Wahnsinn. Desintegration auch nur 17%. Kannst auch weg. Nagelbeißer kann weg. Was ist denn Hexendoktor? Oh, Hexendoktor Schultern, toll. Da habe ich doch noch welche hier, oder? Na gut, die werden wir mal aber feuchtzauber da oben reinpacken. Ach so, was ich noch gar nicht gesagt habe, ich habe hier auch noch diverse, mit denen fangen wir mal an, diverse andere Items quasi bei Kadala ertradet. Und zwar habe ich hier also die Quelle, das ist der unbeirrbare Blick von Tarascha. Dann habe ich also das Feuervogelset habe ich voll, da werde ich mal beim nächsten Mal also versuchen, mal mir mal so ein kleines Bild zusammenzustellen. Und die Frostband, die sind ziemlich cool, nicht nur, dass sie Kälteschaden drauf haben, sondern die wären natürlich perfekt mit Crit Damage und Crit Chance drauf und ohne Vita. Aber eure Kälteeffekte haben eine Chance von bis zu 35% Ziele einzufrieren. Das Ganze kann man auch noch mit 45er wohl bekommen. Und die sind natürlich für unser Bild, wären die natürlich unablässlich. Dann auch mit Kombination dem einen Edelstein hier, wo also, wenn Gegner von Kontrollverlusteffekten betroffen sind hier, machen wir halt mehr Schaden. Das wäre relativ sinnvoll. Was haben wir hier? Gebrochener Stab. Oh, bringt uns nichts. Bürde des Ansuchers für den Arsch. Vor allem mit Monk drauf. Mit Monk-Item. Todeswacht um. Ach so, das habe ich noch gar nicht vorgestellt hier. Todeswacht-Ummantelung habe ich als Ancient gefunden. Habe da also Ressourcenkostenreduktion raufgeholt, weil ich relativ große Probleme mit meinen Ressourcenkosten habe. Ich glaube aber, wir werden das mal. Wir brauchen das gar nicht so machen. Wir werden hier einfach mal in den Ring hier mal rein. Wir werden das mal so machen. Die Items werde ich mir mal danach in Ruhe nochmal angucken. Aber das ist ganz offscreen. So, das kann weg. Oh, das kann weg. Was bist du hier? Oha, das ist so. Oh, die ist natürlich auch nett, wa? Die kann ich dann aber nur ohne. Die könnte ich denn nur ohne 15%? Oh. Ah, ist natürlich wieder Minwohl. Ja, die Wintereile, die ist ganz cool. Die werde ich mir natürlich auch mal aufheben. Einfach auch nur da, auch wenn es nur darum dazu ist, dass ich weiß, wozu die gut ist. Oh, hier haben wir noch einen Siegelring. Der ist nicht ganz so gut gewollt wie unser. Nee. 27%. MD kann. Oh, warum ist der denn mit Stärke geholt? Aber ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Dann kriegen wir nämlich hier auch einen Bonus beim Templer. Was haben wir hier? Kimmos Gold. Bringt uns nichts. Haben wir hier. Oh, du bist doch ganz nett. Na, du bist doch ganz nett geholt. Trefferschaden. Crit Chance. Können wir einen Sockel raufholen, wenn wir wollen. 684 Int. Die Schattenklone sind jetzt nicht ganz so wichtig. Aber dich können wir hier beispielsweise nutzen.
Das gebrochene Versprechen. Na, ist Ancient ge uralt geholt. Leider nix. Das brauchen wir nicht. Die Eisenkappe. Oh, die sind mit Froststrahl 14%. Schlammspritzer, die sind ganz gut. Allerdings. Ah, schade, dass sie nicht Ancient sind. Aber die können wir auf jeden Fall mal als Ersatz quasi für unseren zweiten Char aufheben. Na gut, das Knochensäbel können wir vergessen. Hier ist noch ein Knochensäbel. Können wir auch vergessen. Xarian brauchen wir nicht. Mord für den Arsch. Sultan brauchen wir auch nicht. Wenn, dann brauchen wir den Sultan in Ancient. Dann könnte man mal so langsam überlegen. Den brauchen wir auch nicht. Setring brauchen wir auch nicht. Was bist du? Du bist natürlich was. Ja. Mit Dex geholt, okay. Laterne der Gerechtigkeit, oh, okay. Hier Marke des Schufts. Ja, das werden wir uns mal. Begleiter kann nicht sterben. Das werden wir uns mal aufheben. Klack. Hoho, ho, 100 Medaillon. Ja, ganz nett. Bringt uns aber auch nichts. Die lidlose Wand als Ancient. Ja. Himmelsbote, schallende Wut. Sultan. Geißel. Feuervogel. Du bist da richtig Kacke geholt, oder? Naja, dich werden wir trotzdem mal hier in die Truhe packen. Auch wenn es nur dafür ist, dass wir dich haben und du bist, uralter legendärer Stab. Energiewirbel bewegt sich jetzt geradlinig. Ist das erstrebenswert? Keine Ahnung. Vom Schaden her ist okay. Ja. 3787. Na gut, weiß ich nicht. Können wir ja mal aufheben. Naja, also mehr schlecht als recht hier alles geholt. Naja, so, dann. Dann ist hier alles nochmal zu craften. Da wollen wir mal uns gleich hier, wie versprochen, an einen Greater Rift Stufe 25. Wenn ihr das übrigens machen wollt, ihr könnt die Steine auch immer teilen. Dann einfach die Großschreibtaste gedrückt halten und doppelt draufklicken. Und dann würde ich mal sagen, drückt mir die Daumen, und here we go. Und ich werde also hier relativ wenig quatschen, weil ich mich echt konzentrieren will. Oh Gott, seht ihr schon hier? Da brauchen wir echt ein bisschen Power. Uiuiui, ich habe Angst, ich hab Angst. So, dann komme ich zusammen. Ich würde sagen, probieren wir einfach mal unser Glück, ob es reicht oder ob es halt eben nicht reicht. Oha. Das ist eigentlich relativ heftig. Das, obwohl ich. Ich glaube, das wird so nix, Mädels. Aber na gut, wir probieren es weiter. Und gerade wenn, also Akt 5 Monster, es gibt ja diese Lakuni, die einen anspringen und so. Oh, fürchterlich, also. Da sind wir ja instant, Brocken war ja da. Komm mal her hier. Blöde ist, ich habe natürlich auch mein XP-Gear an, weil ich eigentlich bis Level 25 mal so testen wollte, inwieweit sich halt die XP so ein bisschen auswirken. Deswegen habe ich jetzt auch nicht den Leoric-Siegelring, den Begleiter, angezogen, weil das Ganze dann das Ergebnis natürlich so ein bisschen verfälscht. Wir liegen jetzt schon in der Zeit zurück. Kommt schon. Ich wäre übrigens gerade kurz bevor ich also die Aufnahme hier angefangen habe, wäre ich fast verreckt auf Level 23.
Mal wieder der Klassiker, ganz am Anfang ein Pack. Und ganz am Anfang ein Pack ist nie gut. Plus Monsterhorden und da bin ich also schon geprockt und bin gerade noch so zum Ausgang gehechtet. Naja. Die Energiewirbel laufen jetzt geradlinig. Da müsste ich ja aber auf meine Dings verzichten. Das ist doch total dämlich, oder? Müsste ich ja auf meine Quelle verzichten. Die Quelle gibt mir doch aber gerade auch so ein schönes Schadensboost. Naja. Oh, also wir knüppeln hier schon auf 25 rum. Und ihr seht also, ich brauche viel zu lange für die Monster. Meine... Erste. Vorsichtigkeit, Kalten. Dumm. Oh, jetzt habe ich auch noch keine Dings hier, oder? Oh nee, ey. Sterbe, ja. Oh, endlich. Oh ja, es geht aber. Es geht. Es ist auch definitiv machbar, wenn jetzt hier nicht gerade mit irgendwer mit ganz, ganz fiesen Affixen. Oh Mann, ey. Die nervt aber auch. Aus dem Teleporter. Yes! So! Okay, also es geht eigentlich. Es geht eigentlich, aber das waren jetzt noch keine fiesen Affixe. Oh, kein fieser Gegner, muss man dazu sagen. Oh, jetzt kommt der nächste. Ja, das ist denn schon er. Ja. Oh ja, ganz, ganz fies. Ganz böse. 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 Ganz, ganz böse. Das sind ja... Jawohl. Eieieiei. Ungefähr so das Beschissenste, was uns erwarten konnte. Ja. Oh, da sind da... die leben ja alle noch. Komm schon. Oh. Und wir knüpfen uns hier ab. Das hier ist also volle Konzentration gefragt. Ja. Ich glaube, das müsste es dann gewesen sein. Ja, das waren schon fiese Affixe, wobei da halt auch wenig Kontrollverlusteffekte bei sind. Das ist immer so, gerade als Zauberin, da haben wir kein, ich sag mal, kein Gegenmittel zu oder für. Dann sind wir aber wieder gut in der Zeit oder besser in der Zeit, sagen wir so. Wir brauchen ja noch ein bisschen was für den Riftboss. Riftboss ist natürlich auch immer so eine Sache. Uiuiui. Müssen wir mal gucken. Ich habe leider keinen 24er Stein mehr. Also für Level 24 habe ich gar nicht gemacht. Den Stein habe ich irgendwie nicht bekommen. Also nur 23 und jetzt halt 25. Ich glaube, so wenig habt ihr mich noch nie quatschen hören hier. Oh Gott. Ihr seht schon, also selbst diese normalen Pissmobs machen relativ viel Damage und das, wir haben 13 Millionen, ich sag mal, EHP. Ich sag ja, also deswegen, die Rüstung von diesem Taigut, die ist, glaube ich, die könnte Gold wert sein. Also diese... Weiß gar nicht, 0,5% pro Stack, glaube ich, kriegen wir. Das heißt, sind 22% mehr Rüstung, die wir im Schnitt natürlich bekommen. Das ist schon cool. Jetzt muss ich bloß noch meinen Haushalt, mein Arkankrafthaushalt so... Oh nein, nur noch so ein Dicker, ey. Hast du denn Gift, Aufseher? Oh, noch Aufseher.
Gift auch noch. Da wollen wir jetzt nicht unbedingt drin stehen bleiben. Kröten, 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 Kröten. So. Sehr schön. Ist immer gut. Oh, jetzt habe ich keine. Jetzt habe ich keine Garten mehr. Ist immer gut. Ist hier nicht noch irgendwo? Komm, komm, sterb mal da. Noch diese komischen Sphären oder was das ist, wa? Juhu! Schön. Okay. Ziehen wir sie nochmal zusammen. Ah, der ist ja voll. Ah, ja, jetzt, es wird eng. Es wird sehr, sehr eng. Also, vielleicht, wenn wir hier mit viel Glück einen Pylon oder so bekommen, der uns, dann könnten wir es schaffen. Aber ansonsten wird's eng. Zack, sehr schön. Ja, Plan der Verbindung, sehr nice. Es kommt keiner, es kommt keiner. Wie lange hält denn der noch? Oh, ja, 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 ja. Ja, ja, der bringt uns wieder ordentlich nach vorne. Oha. Nein, Pylon der Macht. Sehr schön. Pylon der Macht auch cool. Ihr seht, also da wird, das heißt aber noch lange nicht, dass man zerstörbar ist. Für diejenigen, die es nicht wissen, also dieses, das schwarze Loch gibt uns also einen Buff auf unsere, auf unseren Kälteschaden. Und zwar, ich glaube, 3% pro Gegner, der reingezogen wird. Jetzt haben wir uns also wieder einen guten, guten Vorsprung hier erarbeitet. Das war wichtig. Also wir sehen, also wir sind schon relativ abhängig von Pylonen, die hier sind, ab Level 25. Hat natürlich auch viel damit zu tun, dass ich also ohne irgendwelche Set-Spiele oder so ein Schnickschnack. Frostbrand fehlt natürlich, klar. Würde also unseren Kälteschaden nochmal so bis zu 15% buffen. Sicherlich auch mehr als erstrebenswert, diese Handschuhe zu besitzen, wenn man ein Kältebild spielen will. Jawohl. Dann fehlen uns natürlich die Boni der Steine, also beispielsweise der Elite-Schaden, wobei der hier auch nicht allzu viel bringt. Kurz einen Schluck Kaffee trinken. Ist mittlerweile auch schon kalt. Weil wir einfach auch zu lange für die Mobs brauchen hier. Da könnte man also überlegen, ob man nicht doch irgendwie einen anderen nimmt, der vielleicht konstanter Schaden macht. Naja, aber ihr seht, wir sind bei noch lange nicht am Ende. Aber vielleicht wird es ja ein Rekord, den wir hier machen. So. Ich meine, jetzt die Mobdichte ist jetzt auch nicht atemberaubend, muss man dazu sagen. Naja, steht mal alle hier schön in einer Reihe, das ist auch immer schön. Ist hier aber auch keiner irgendwie mal so ein. Wenn ich jetzt ein Dings finde. Oh nee. Oh, das ist die falsche Richtung. Ja, und hier kann man natürlich die alten Hardcore-Weisheiten sollte man definitiv anwenden. Also sprich. Immer dahin gehen. Ja, das war jetzt natürlich nicht so clever. Sprich, also immer dahin gehen, wo man hergekommen ist, was man schon geklärt hat. Nie dahin gehen. Oh. Achso, das war die Sphäre. Nie dahin gehen. Oh, das ist natürlich toll jetzt. Komm, sterb schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Yes. Also nie dahin gehen. Nie ins unbekannte Land quasi gehen. Die alten Hardcore-Weisheiten. Oh, es wird ganz, 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 ganz eng. Weil für den, mit diesem Bild brauche ich halt für den Endboss extrem lange. Komm mal hier. Gerne mal schauen, ob hier irgendwo ein Pylon ist. Mal sehen. Oh Gott, wen kriegen wir denn? Wo bist du denn? Ach, die. Ach, Disco Joe. Naja, das ist doch ganz gut. Der verfolgt uns überhin. Der macht aber eigentlich auch nichts weiter, außer seine Disco-Googeln-Spam.
Da können wir halt wegrennen. Wir haben hier noch relativ. Ach ja, der macht ja diese komische Welle. Auf die schnelle eine Welle für die junge Bär. Den sollten wir doch schaffen. Sollten wir doch schaffen. Geht euch mal die Welle an, wie die Welle wellen kann. Ah. Ja, gut, 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 gut. Wir dürfen jetzt natürlich nicht brocken. Haben wir hier irgendwo noch ein. Oh, natürlich nicht, natürlich nicht. Aber wir haben ja relativ viel Platz, also insofern sollte uns das Ganze gelingen. Da kann man ausweichen. Hier können wir uns noch einen kleinen Buff holen. Mit. Boah. Guckt euch das mal an. Was der hier für. Oh. Arkanschaden ist echt heavy. Schaffen wir den. Oh, das wird eine ganz, ganz knappe Kiste hier. Wo ist er denn hin? Ja, ja. Warum ist denn hier kein? Oha. Hälfte haben wir. Das wird. Das wird eine ganz enge Kiste. Ah, eine ganz enge Kiste hier. Er dürfte uns eigentlich nicht berühren. Nicht genug Arkankraft. Dann ziehen wir dich doch mal da rein. Jetzt spammt er hier auch noch diese Scheiße da. Davon lässt natürlich auch keiner mal so eine dämliche Heilkugel fallen. Doch, da. Die holen wir uns. Noch 58 Sekunden. Schaffen wir nicht, schaffen wir nicht. Oder? Das schaffen wir, glaube ich, nicht. Mist. Das ist eine ganz knappe Kiste. Das Rift in voller Länge. Die Frage ist. Oh, 38, 38. Wir haben keine Arkadkraft mehr. Leckt mich doch am Arsch, ey. Komm schon. Ach, echt, ja? Ah, es scheitert an der Arkankraft. Ich krieg ein Eck. Obwohl, warte mal. Saug dir mal ein, ne? Haben wir noch 5. So eine ganz knappe Kiste hier. Das kann doch wohl nicht wahr sein. 11 Sekunden. Hau ihn weg. 7, 9, 6, 5, 4, nein. Ein Fotzenhaar. Ein Fotzenhaar hat gefehlt. Schade. Schade, schade, schade. Also mit 15% mehr Elite Damage hätten wir ihn dauerhaft, hätten wir ihn definitiv gekriegt. So, schade. Naja, gut. Wir haben also zumindest noch ein Legendary bekommen. Einen Gürtel. Aber das ist auch kein guter Gürtel. Naja. Den Gürtel, den können wir jetzt übrigens austauschen, weil Bewegungsgeschwindigkeit bringt uns zumindest in den Greater Rifts hier nicht. Ach ja. So, jetzt seht ihr also auch, wenn ihr es nicht schafft, dann könnt ihr also diesen Edelstein nicht aufwerten. Also, aber wir können die aufwerten. Das ist ganz cool. Wir werden mal Verderben der Mächtigen aufwerten. Oh, fick dich. Yes. So, das heißt, wir haben jetzt also konstant erhöhten Schaden gegen Elite-Gegner um 15%, der immer da ist. Und kommt Taego. Nein! Schade. Na gut. Mist. Ich denke mal, mit Frostbrand hätten wir es auch geschafft. Aber wir sehen, wir stoßen hier ganz, ganz langsam, aber sicher an die Grenzen. Ich will noch hier kurz das Ding machen. Na okay, das kann weg. Dann wollen wir also nochmal zu Kadala gehen. Handschuhe craften. Ich bin jetzt mal so ein bisschen auf dem Handschuh-Trip. Bringt uns nichts. Und ja, damit würde ich sagen, knapp ist es gewesen. Wir haben es ganz, ganz knapp nicht geschafft. Mit dem Elite-Gamut sollten wir es eigentlich packen. Und ich bedanke mich ganz artig fürs Zuschauen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Let's Play Diablo. Bye, bye.